Ich schau mal aufs Hausparkmann, dort ist es echt heiß. Ich geh mal ins Hauspark, da vergesse ich jeden Scheiß. Jederzeit bei Tag und Nacht ist dort echt der Vaterpark. Überall ins Hauspark ist was los, wie jeder weiß. Komm schnell mal her nach Hauspark, denn dort ist dein Freundeskreis. Tja, Dad, das war echt schön, dich mal wiederzusehen. Wir würden ja gern noch zum Abendbrot bleiben, aber Sharon kriegt von dem Essen hier immer Durchfall. Also, Randy! Psst, ich will nur nicht, dass wir unhöflich erscheinen. Halt, halt, nicht so eilig, warte eine Sekunde. Ich habe hier noch ein Geschenk für meinen Enkelsohn. Komm her, Billy. Du bist jetzt erwachsen, Billy. Und da wird's Zeit, dass du was Teures und Protziges mit dir rumschleppst, um die Ladies zu beeindrucken. Na komm, mach es auf. Oh, seht euch das nur an. Eine Polo-Krawatte, Stan. Die ist aber hübsch. Das ist 14-karätiges Gold mit Türkisen und lupenreinen Diamanten. Wie viel hast du dafür ausgegeben, Opa? $6,000. $6,000? Und sie ist 50.000 wert. Haben sie jedenfalls auf dem Schmuck-Shopping-Kanal gesagt. Ich find's echt nicht in Ordnung, dass du deine Rente für solchen Tinnef ausgibst, Dad. Du solltest sie bis zu deinem Tod aufsparen. Das ist unser Geld. Sie ist wunderschön, Dad. Danke. Oh, morgen werden in der Schule Fotos gemacht. Da kann Stan sie gleich zum ersten Mal tragen. Oh, wie fantastisch. Das macht einen glücklichen alten Opa aus mir. Wer ist Stan? Nette Polo-Krawatte, Stan. Danke. Polo-Krawatten sind voll in. Cool, dass du schon so ein Ding hast. Die ist ein Geschenk von meinem Opa, okay? Und die kostet einen Haufen Geld. Nein, die ist schwer geil. Und sie ist zufälligerweise $6,000 wert. Das Ding kostet 6.000? Ja, Mann. Das ist eine Nachbildung der Polo-Krawatte von Heinrich dem V. Die Schule ist ein Arschweg, Alter. Ja, ich weiß. Wieso gibt mir mein Opa nicht einfach das Geld, wenn er mir schon was schenken muss? Du könntest das Ding in so eine Pfandleihe bringen. An jeder Ecke bieten einem diese Typen auf einem Schild Bares für Gold und Schmuck an. Das müssen doch viele machen.